Hallo und herzlich willkommen zurück. So, ich habe mir sagen lassen, ich war letztes Mal etwas leise. Ich hoffe, diesmal passt es besser. Musste natürlich alle Ton- und Dingsbums-Einstellungen wieder neu machen. Der merkt sich das partout nicht. Ich hoffe, so ist es okay. Zumindest so, dass er es lauter drehen könnte und mich dann wenigstens hört. Ich hatte zwar auch mal kurz reingeguckt. Ja, ich war ein bisschen leise. Ich hoffe, man konnte es trotzdem irgendwie gucken. Die Musik ist fast schon ein bisschen zu laut, oder? Ich habe schon extra alles gedreht bis sonst wo. Es wäre halt schön, wenn er sich das mal merken würde. Dann könnte ich das einstellen und beim nächsten Mal einfach nur starten und gut wäre. Aber na gut, ich habe wieder wahrscheinlich Wünsche, unmögliche Wünsche. So, ihr erinnert euch, wo wir sind. Ich auch ganz grob, obwohl ich. Tja, ich muss gestehen, es ist schon wieder Samstag. 10 Uhr, um genau zu sein. Ich habe wieder einen Scheiß gemacht. Wir haben ein Auge auf Das euch. ist toll, das freut Abschaum. mich. Ja, selber. Drei, Auf Deutsch, deine ich Zeit nehme ist wieder sehr kostbar. Ich warte kurzfristig euch auf. also kurz. Nämlich, ja, einen Tag vorher. Worum geht es denn? Ja, das frage ich mich auch. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen alchemistet, alchemisiert. Gealchemistetet. Bleibt in Bewegung. Halt doch mal die Nudeln, ich erzähle dir gerade was. Ich stelle mich mal so ein bisschen in die Ecke, vielleicht lassen sie mich hier in Ruhe. Ja, eigentlich haben wir uns hier ein bisschen umgeguckt, ne? Die Frage ist halt, können wir uns irgendwas Gutes tun? Ein bisschen Geld haben wir ja mittlerweile, knapp 500. Wir haben alles an Zeug, was wir hatten, aufgebraucht fürs Rumtesten. Ist natürlich nicht so prickelnd, aber man muss ja auch ein bisschen leveln, ne? Anscheinend levelt man hier wirklich dadurch, dass man es auch mal macht und benutzt. Wie wir ja schon gemerkt haben, wenn wir uns hier unsere Skills so angucken, so wirklich weit sind wir noch nicht gekommen, ne? Ich finde es auch oft nur bei 10. Geht das nicht höher als 10? Also, da müssen wir irgendwas machen? Ja, Fortschritt 0. Na, wir gucken es uns an. Wir gucken es uns an. Auf jeden Fall sind wir noch in dieser großen, super. Oh, falsche Taste. Ich gehe mal per Escape aus dem Menü raus. Hütet euch! Ich Wir warte. dulden hier keinen Ärger. Hier wieder, Mary Say. Wie kann ich euch dieses Mal helfen? Vivek kann für Besucher sehr groß und verwirrend sein. Sucht hier jemand bestimmten? Ja, suchen wir eigentlich noch irgendwen. Haben wir noch irgendwas zu tun? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mit dem Redo in letzter Zeit einige Probleme hatte. Und viele Geschäfte nicht zum Abbrechen. Den können wir uns ja mal angucken. Im Redo Ratatatanischen Viertel. Auf das einzusehen. So will ich es machen. Dann gehen wir hier raus. Erstmal vor der Tür springen. Oh, es regnet. Wenn ihr hier Ärger machen wollt, dann werdet ihr mehr bekommen, als euch lieb ist. Mehr Ärger? Geil. Schön, dass das durch die Decke regnet. Aber das sind wir doch nicht so. Okay, dann müssen wir eigentlich hier runter, würde ich sagen. Ja, ich, ja. Das erzähle ich Ihnen heute mal Schönes. Warum anstrengend? Jetzt ein bisschen Chili-Milli. Der Soli ist gerade auf Arbeit. Das heißt, ich kann hier quasi ein bisschen rumlaufen, ohne irgendjemanden zu stören. Darum auch die heutige Aufnahme erst. Ah, ich faule Socke. Ah, ich muss mich immer ein bisschen dazu anhalten, Morrowind zu spielen. Es ist halt wirklich alt. Es ist alt und das merke ich. Hütet euch, wir dulden Ich hier glaube, das merkt keinen jeder, Ärger. der sich hier anguckt. Hier kann man wieder ganz runter. Es ist eine Herausforderung, dieses Spiel zu spielen, sagen wir so. Darum habe ich auch schon mehrfach erwähnt und tue es jetzt in dem Moment wieder, dass ich nicht weiß, wie lange ich dieses Spiel spielen werde. Was ist das hier, Folge 7? Wenn überhaupt, ne? Das ist schon ein bisschen wenig. Also ich muss dem Spiel schon noch eine Chance geben. Es ist hier auch nicht furchtbar. Keine Frage. Es ist definitiv nicht furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Im Sinne von, das Spiel ist scheiße. Ja, die Grafik und die Steuerung sind scheiße, aber das Spiel ist von 2002. Glaube ich. 2002 oder 2003. Jedenfalls ist das Spiel 16, 17, 18 Jahre alt. Und ich denke mal, da kann man es ihm verzeihen. Aber ich bin halt. Ah, ich habe gerade eben, bevor ich jetzt hier angefangen habe, eine Runde Stranded Deep gezockt.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Survival-Spiel quasi, wo man auf einer, nach einem Flugzeugabsturz auf einer Insel landet. Nein, ohne Kannibalen. Das ist ein anderes Spiel. Und sich quasi ja versorgen muss mit Essen, Trinken, allem drum und dran. Inseln erkunden mit seinem Schlauchboot und halt versuchen zu überleben und da wegzukommen. Und das hat eine super schicke Grafik und mittlerweile auch eine ganz angenehme Steuerung. Habe ich erstmal aus Versehen 2 Stunden gespielt, ohne es zu merken. Und jetzt stehe ich halt wieder hier in Morrowind. Und denke mir so, ah, die Grafik. Zur Redoran-Insel, da wollen wir hin, ne? Nicht irre, wollen wir hier hin. Es ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ist so, ist ja auch nicht in dem Sinne böse gemeint. Oh mein Gott, das Spiel ist alt. Interessant, aber alt. Ich glaube, das Spiel in schicker Grafik, da wäre ich sofort dabei. So, aber jetzt sagen wir mal nicht darüber. Wir haben uns das vorgenommen, das zu spielen. Ich habe mir vorgenommen, das zu spielen. Also, Ruhe im Karton und spielen hier. Es ist die heilige Stadt Vivec. Seid dankbar. Kann ich euch helfen, jemanden bestimmten zu finden? Und was schaut ihr euch denn um? Das sind immer dieselben. Ah, neuesten Gerüchte. Hansuela Velot hat die göttliche Krankheit, aber sie weigert sich, die Stadt zu verlassen. Was zum Teufel ist die göttliche Krankheit? Da gibt es natürlich keine Informationen zu. Haben wir ein Geheimnis? Wenn ihr vorhabt, landeinwärts in die Gegend von Shirogorath nach Molag Amur oder innerhalb des Geisterwalds zu reisen, dann solltet ihr über Corpus Bescheid wissen. Ach, die Krankheit mit den Ungeheuern, ne? Das haben wir schon gelesen. Ich habe ja gerade Fenster auf und es zieht und es geht die Tür die ganze Zeit auf und zu, weil ich es ja wegen dem Kater nicht zumachen kann. Und dem Internetkabel, was durch die Tür läuft. Jetzt knarscht das die ganze Zeit ganz furchtbar. Aber jetzt muss mal ein bisschen frische Luft rein. Ich warte. Und das sag ich Frostbeule, ja? Wer mich kennt, der weiß, ich habe mich gern Fenster offen. Doch, habe ich irgendwie schon. Vivec Redoran, Kundschafter und Ausbilder. Ich kann ja mal Hallo sagen. Sprich zu mir. Was schick bist du. Guck dir den Oberkörper an. Das ist wie so eine große Kartoffel. Eine Tomate trifft es eher wegen der Farbe. Hey! Es ist gar nicht so übel, wenn man es erst einmal kennenlernt, Mary Say. Was sucht ihr in Vivec? Ja, laber mich nicht zu, Ausbildung. Was haben wir denn hier? Athletik. Guckt euch mal diese Preise an. Breitschwertern, gut, das bringt uns auch nicht viel. Blocken kann ich schaden. Athletik kann wahrscheinlich nicht schaden. Leistung im Laufen und Schwimmen. Charaktere, die diese Fähigkeit besitzen, bewegen sich zu Lande über kurze oder lange Distanzen mit großer Geschwindigkeit und Effektivität fort und können außerdem unter Wasser schnell schwimmen. Ist nicht schlecht, aber wir haben 499 über all die Zeit zusammengekratzt und das kostet halt schon mal fast genau das, ne? Okay, dann gucken wir nochmal, gibt's Gerüchte? Die Peststürme sind dieses Jahr besonders schlimm. Mein Freund, der jedes Jahr die Pilgerreise nach Margan unternimmt, geriet in eine richtige Pestwolke. Es ging ihm ziemlich schlecht, bis man ihn zu einem Tempel zurückbringen konnte. Er hat aber Glück gehabt. Kleines Geheimnis. Helft jemanden, derjenige wird sich daran erinnern. Seid loyal gegenüber anderen und man wird euch gegenüber loyal sein. Tut Gutes. Was gut ist, wisst ihr. Und tut Gutes, damit ihr nie eure Taten bereuen müsst. Schon mal erwähnt, dass diese Schrift nicht so wirklich prickelnd zu lesen ist. Wie weg ist riesig, man kann sich verlaufen. Okay, das wissen wir. Alles klar. Können wir hier leider nicht groß was anfangen. Gehen wir wieder. Aber hey, sie hat uns wenigstens mal nicht angeschnauzt. Also können wir uns mal echt glücklich schätzen. Ich habe Wichtigeres zu erledigen. Oh, er hat dasselbe Urteil an die Frau. Bringen wir das also hinter uns. Alles klar. Willkommen. Das finde ich so schade irgendwie, ne? Wieso mault uns jeder komplett an? Ist im Text aber super freundlich. So, wieso? Einfach wieso? Ausbildung. Feilschen. Oh, 65 Dinar oder was das war. Geld. Wortgewandtheit. Warte mal. Diese Fähigkeit befähigt dazu, billig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Sie garantiert niedrige Anfangspreise für Waren, Ausrüstung und Dienste und verbessert die Wahrscheinlichkeit, durch Handeln bessere Geschäfte machen zu können.
Vielleicht sollte man sowas einfach mal angehen, tatsächlich. Mal ein bisschen Geld haben wir und das kann uns nicht schaden, eher im Gegenteil. Wortgewandtheit. Charisma. In dieser Fertigkeit versierte Charaktere können andere durch Schmeicheln, Einschüchtern und Verhöhnen beeinflussen. Die Gesprächspartner sind eher gewillt, Informationen preiszugeben oder dem versierten Sprecher wichtige Aufgaben anzuvertrauen. Ich würde einfach mal sagen, ich meine, ich glaube, das lernt man auch so ein bisschen über selber machen. Ne? Aber es hieß ja auch, man muss einige Sachen definitiv, also es ist besser, einige Sachen erstmal zu lernen, quasi, um ein bisschen besser voranzukommen. Und komm, wir gönnen uns das mal. Geil, auf 6 Punkte. Warte mal. Da wollte ich hin. Okay, nächste Stufe kostet 78. Aber wir nehmen die beiden mal mit. Beides auf 6 Punkte. Ist immer noch nicht die Welt. Wir könnten noch ein bisschen weitermachen. Aber das wird dann irgendwann arg teuer. Was wollt ihr? Überhaupt nichts. Alles klar. Ah, Gefängniszellen. Ich such doch nur einen Händler. Können wir auf der Karte schon irgendwas sehen? Huch. Hat mein Katerchen gehört? Katerchen, hey. Kundschafter, Ausbilder, Restaurant Kanäle, Taverne Goldblume, Archive, Gefängniszellen, Tempelschrein. Hier drüben waren wir noch nicht. Müssen wir wohl da erst nochmal hingucken. Da lang. Gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Entdecken müssen wir es scheinbar erst. Ah, den suchen wir wahrscheinlich, oder? Ja, moin. Wie kann euch dieser arme Händler heute helfen? Ich habe sehr günstige Preise, da ich kürzlich eine Pechsträhne hatte. Pechsträhne. Die Geschäfte liefen in letzter Zeit nicht gut. Wir bekommen die Lieferung nicht mehr so regelmäßig wie früher. So sind die Preise für uns ganz schön gestiegen. Dann gibt es noch Jan drüben im Fremdenviertel. Sie hat immer Waren, also hat sie auch immer Kunden. Ich würde wirklich gerne etwas an dieser Lage ändern. Fangen wir mit Jan an. Sie hat einen Laden drüben im Fremdenviertel und sie hat mir viele Geschäfte weggenommen. Ah, die haben wir schon kennengelernt. Ich glaube, ich habe da eine Lösung, falls ihr eure Hilfe anbietet. Neulich stieß ich auf ein Ding, von dem behauptet wird, es habe magische Eigenschaften. Es ist der Knochen eines Zwerges, der schon lange tot ist. Wenn ihr ihn an einem bestimmten Platz in Jans Laden legen könntet, dann dürfte er ihr nichts als Unglück bringen. Ich dachte, er bringt Glück. Gerade, was hab ich gesagt? Okay. Ach ja, komm. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Der Knochen muss in eine Truhe in der Nähe ihres Bettes gelegt werden. Während sie ruht, müsste der Knochen dann seine magische Arbeit tun. Das bringt sie in Schwierigkeiten. Vielleicht mache ich dann endlich mal ein paar Geschäfte. Ist wahrscheinlich voll die Lösung, aber na gut, wir gucken es uns an. Wir wollen ja ein bisschen was mitmachen hier, ne? Ob moralisch korrekt oder nicht, das kann jeder selbst entscheiden. So, das ist wieder derselbe Kram, den wir auch haben, ne? Noch nicht mal. Kaiserliches Breitschwert. Achso, wir sind ja gerade nicht zweihändig unterwegs. Ach, die Musik. Oh. Sie so leise drehen müssen, dabei ist sie eigentlich so gut. Wenn ich das alleine spielen würde, würde ich die Musik auf Max drehen. Einfach nur, um die Musik hören zu können. Scheiß auf den Rest. Eisenharnisch. Wir hatten gesagt, wir wollen Mittel gehen, ne? Da wollten wir leicht bleiben, weil wegen eigentlich ja, eigentlich sind wir ja so ein Bogenschütze irgendwas Dings. Extravagantes Hemd. Teurer Rock. Das ist schön. Also an der Panzerhandschuh links und rechts. Was haben wir hier eigentlich? Chitinhandschuh. Aber nur auf einer Seite? Haben wir nur einen Handschuh? Oh. Upsi. Weil hat immer diesen Händler haben immer nicht diese leichten Sachen. Die immer nur diese Fettdinger hier. Stahlhandschuh, siehst du hier? Stahlhandschuh, Panzerhandschuh. Was soll ich da machen? Matze Schrein, der hat keine Heiltränke. Mir war irgendwie gerade so, als ich das gelesen habe, dass wir keine Heiltränke mehr haben. Kerze, Flasche, Sonnenhöhe, großer Seelenstein, das ist wie eine Blume. Tontopf, Tasse, na gut, damit können wir natürlich nichts anfangen hier.
Also gar nichts. Okay, naja, dann werden wir mal. Abbruch. Was wollten wir mit diesem tirolischen Weinbrand? Der kommt so oft vor. Ich bin mir unsicher. Okay, aber wir haben jetzt einen Knochen im Inventar. Kann das sein? Zwergenknochen. Schick ist er. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder rüber. Oh Gott, das ist eine Laufquest. Aber hey, sich bei den Händen einzuschleimen, kann nicht schaden, ne? Wenn wir da bessere Preise kriegen würden, deswegen. Wir müssen halt leider nur den Weg wieder machen. Was ja in dieser Laufgeschwindigkeit nicht ganz so schnell funktioniert. Schade. Oh, was ist das denn hier hinten? Ach, wieder so ein Bötchen. Wenn das mal mit gefahren sind, quasi. Gehe ich hier richtig rum? Bin mir nicht sicher. Mal kurz gucken. Nur zwei Vivek, was? Der Credoran. Vivek Hildin. Nee, wir gehen nicht richtig. Müssen wir dann nach vorne oder müssen wir. Kann ich da einmal rumgelaufen? Kann ja eigentlich auch nicht sein. Darüber ist auch nicht korrekt, ne? Das war dieses andere Viertel. Wir sind direkt hierher gekommen. Also muss das ja irgendwo auch sein. Ich drücke immer M. M ist nicht korrekt. Fremdviertel. Okay. Hier sind wir richtig. Ich hoffe, dass euch das Let's Play doch soweit Spaß macht. Dass man es gucken kann. Ist halt mal wieder was Neues für mich. Also ich. Euch Fähigkeit erledigt hat sich verbessert. So geil. Ich sollte rasten und über das Erlernte nachdenken. Wir haben ewig nicht gerastet, ne? Vielleicht sollte man das mal wieder tun. Vielleicht sollte man das mal wieder tun. Konnte man da nicht sogar irgendwie skillen oder leveln oder irgendwie sowas? Das haben wir schon ewig nicht gemacht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das Problem an dem Rasten ist halt, wir brauchen auch ein Bett. Ein Bett müssen wir bezahlen. Das ist nicht nett. Das Bett. Sonst können wir hier nichts machen, ne? Ich bin noch Stufe 1. Ja, 10 von 10. Gott, wir müssen dringend mal ins Bett, Leute. Ab ins Bett. Zack, zack. Okay, machen wir gleich mal. Wir müssen noch mal ein bisschen leveln. Was scheinbar nur im Bett geht. Bin ich sympathisch? Wo mache ich das auch? Ich level immer im Bett. Warum bin ich so viel da? Hahaha. Ich mag's, wenn die hier so rumstehen. Ob die schon auf mich warten würden. Ein wahres Schicksal. Sprecht zu mir. Will ich aber nicht, lass mich. Wo müssen wir hin? Halt nicht irgendwo hier unten? Das war die Trankmeisterin. Alchemistin, seltene Bücher. Bezauberung. Im schwarzen Scheik. Da ist auf jeden Fall eine Taverne. Komm, machen wir mal. Rechtsklick. Rechtsklick. Mimimimi. Im schwarzen Scheik. Vor Freude erstmal springen. Sputet euch, ich habe nur wenig Zeit. War das nicht hier, uns gar nicht leiden können? Richtet euren Freunden euch von diesem Ort. Guten Tag, ich bin Rariel Giral, Wirt der Taverne zum Schwarzen Schalk. Hier in Vivek, wir vermieten Betten und ich biete auch eine begrenzte Auswahl an Waren an. Wenn ihr hier neu seid, kann ich euch auch sagen, wo ihr Dienste an einen bestimmten Ort in der Nähe findet. Wenn ihr jemanden bestimmten sucht, kann ich vielleicht auch helfen. Ich will mal ein Bett nehmen. 10 Draken. Das kriegen wir hin. Ich hoffe, es gefällt euch. Welches Zimmer? Was da? Oh, schick. Mache ich mal die Tür zu. Kann ich mal gucken? Verdammt. Ich könnte versuchen, es zu knacken. Ist ja im Grunde meins, ne? Ich habe ja das Zimmer gemietet. Das ist ja quasi die Minibar hier. Ich mache einfach mal den Salzreis. Nicht gut. Na dann gehen wir doch mal ins Bett, wa?
neue Stufe erreicht. Neue Stufe 2. Dreifach Stärke. Also plus 3 Stärke oder 3-mal Stärke. Ich weiß es nicht. Ah, ich kann mir das aussuchen. Schnelligkeit, Konstitution, Charisma, Glück. Alles, was ihr tut. Aha. Schicklichkeit, Willenskraft, Widerstandskraft gegen Magie und eure maximale Ausdauer. Maximalen Intelligenz-Magiewert, Stärke, Lebensenergie. Wie viel ihr tragen könnt, eure maximale Ausdauer und wie viel Schaden ihr im Kampf ausrichtet. Nahkampf. Okay. Ich kann das jetzt verteilen. Das würde ich auf jeden Fall skillen. Einfach, weil ich es kann. Wie viel Lebensenergie? Wie viele Trefferpunkte ihr pro Stufe dazu gewinnt und eure maximale Ausdauer? Wir müssen erstmal auf die Grundsätze gehen, ne? Hilft nichts. Was habe ich geguckt? Okay. Das deckt also nicht. Wir müssen jetzt quasi nochmal 10 machen. Ich weiß nicht, ob wir schon irgendwas jetzt verschwendet haben quasi. Oder nicht. Aber hey, wir sind gerade das erste Mal gelevelt. Das ist verrückt, Leute. Das ist verrückt. Und theoretisch kann man sogar lernen, schneller zu gehen. Sind wir schneller gefühlt? Bin mir nicht sicher. Warte mal, ich möchte das mal probieren. Ne? Wir speichern jetzt mal. Bisher haben wir ja eigentlich aus der Salzreisklaue nicht viel Böses getan. Wir haben doch Dietrich hier, ne? Dietrich. Muss ich den ausrüsten? Ich muss den ausrüsten. Und rechtsklicken. Nicht escape. Kann ich den auch irgendwie benutzen? Den Dietrich? Jetzt, wo ich ihn ausgerüstet habe? Ich meine, da steht Schloss 50 dran. Man weiß es nicht, ne? Anwendung 25 Qualität. Angelrute. Wir haben eine Angelrute? Vielleicht können wir mal probieren, ob wir was angeln können? So? Vergessen? Sonne des Lehrlings. Was ist das schon wieder? War das irgendwas zum Reparieren, wie hier Schmiedehammer? Ich würde eigentlich wirklich gerne mal probieren, hier was zu knacken. Aber ich weiß nicht wie. Hoppala. Also einfach draufdrücken funktioniert nicht. Vielleicht ist das zu hoch für uns oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Können wir eigentlich nochmal eine Stunde schlafen? Geil, jetzt haben wir so 2 neuen Lebenspunkte auch noch mitgenommen. Eigentlich müsste es ja so gehen, ne? Da sagt er mir nö. Müssen wir erst effen? Schloss ist zu komplex. Okay, aber ich muss erst in den Kampfmodus gehen, damit das getriggert wird. Alles klar, haben wir wieder was gelernt. Aber das Schloss kriegen wir noch nicht hin. Da würde ich einmal kurz mein Schwertchen wieder ausrüsten. Probieren wir es mal an einem anderen Schloss bei Gelegenheit. Au. Ich wollte mich gerade kratzen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Hey, moin. Sucht ihr einen in der Heiligen Stadt irgendwelche Dienste? Vielleicht kann ich euch helfen. Nein. Was wollt ihr? Will ich nur mal anquatschen. Seid dankbar. Kann ich euch helfen? Nein. Sprecht schon. Will aber nicht. So, dann gucken wir mal. Sputet euch. Ich habe nur wenig. Nein. Wir sputen uns nicht. War die. Ne, oben war die nicht, ne? War die unten? Da sagst du was. Wo müssen wir hin? Wer weiß das noch? Da kommen wir, glaube ich, wieder raus. Trankmischerin war es nicht. Da war es nicht. War die unten? Oben? Dazwischen? Da waren wir gerade. Die war doch nicht oben, oder? Wir haben die doch irgendwo, haben wir die nicht im Keller gefunden? Genau, war das nicht die im Keller? Gucken wir mal kurz im Keller. Tut mir leid, anscheinend werden wir diese ganze Folge hier irgendwie so ein bisschen hier rumlaufen in der Stadt. Aber hey, das ist halt eine Großstadt, ja? Da müssen wir erstmal ein bisschen was erkunden.
Und wir sind ja, wir versuchen ja gerade zu questen. Ob es klappt, ist eine andere Sache. Aber wir versuchen es. Das war die Gruft mit den Geistern, die wir nicht besiegen können. Zumindest noch nicht. Ne, hier war nur der Buchhändler und der Heiler. Weil da können wir auch mal hin, wegen der Heiltränke. Du hast Fragen. Quasi. Billiger Genesungstrank. Ah, gib mal ruhig her. Hilft ja nix. Entzug Charisma, Entzug Schnelligkeit. So ein Zeug können wir mal vielleicht ihm geben. Bringt leider nix. Das ist halt alles, was wir selber gemacht haben. Ausdauer entziehen. Einfach mal was können. Ja. Ah, ein bisschen gespart. Und haben jetzt wieder ein paar billige Genesungstränke. Ah, ich und mein Orientierungssinn. Das tut mir sehr leid. Wir laufen also hier nicht nur rum. Ah, ich habe das Gefühl, wir sind ein klitzekleines bisschen schneller. Nasse. Nicht mehr ganz so... Oh, falsche Taste. Nicht mehr ganz so unsportlich. Vielleicht hat uns das ja wirklich was gebracht. Stimmt, hier drüben können wir auch nochmal gucken. Da ist eine Kanäle. Verdammt. Ein bisschen gehofft, ich kann hier gucken. Das war nicht da, wo wir gerade herkamen, ne? Ich meine, das würde gehen. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Das war aber nicht die, die wir brauchen, ne? Wen brauchen wir jetzt? Moment. Jan. Das war ja Agrippa, die Klamottentante. Er steht immer noch da, wo wir ihn abgestellt haben. Was ist los? Nichts. Warte mal kurz. Es wird nicht einfach. Ich speichere. So. Seid gegrüßt. So, lass mich raten. In diese Kiste muss ich. In Ordnung, ich höre euch zu. Mach das mal nicht. Kann ich sie irgendwie davon ablenken, in die Richtung zu gucken? Hi, na? Ja, das ist toll. Alles klar. Ist jetzt hier hin? Kann ich... Hi, ne? Wollen wir handeln? Ja, Lederharnisch. Hey. So zufällig leichte Handschuhe. Sieht nicht so aus, ne? Nein. Das ist natürlich sehr schade. Hey, Spiky! Wie kann man sich denn verstecken? Weder Schwäche noch Fehler in euch. Man sieht leider nicht, ob man entdeckt ist oder nicht, ne? Kann man nämlich das hier ist crouchen. Ach so, ne? Also, ja. Würde ich fast nicht so nennen. Welche Worte habt ihr mir zu sagen? Wartet mal eine Sekunde, ich muss mal kurz der Katze helfen. Ich hoffe, ich breche jetzt die Aufnahme nicht ab. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich... Ich glaube, hier ist Pause. Ich probiere es mal. Tja, ich habe die Aufnahme abgebrochen. Jetzt habe ich zwei Teile in der Aufnahme und ich hoffe... Steckt er in großen Schwierigkeiten. Ich krieg das irgendwie wieder zusammengebaut. Ich bin mir unsicher. Ach, puh. Ich wollte eigentlich nur der Katze helfen, die auf die Fensterbank wollte. Aber leider war bei Fenster auf, war ein bisschen viel Wind. Darum kam man nicht hin und ich wollte eigentlich nur helfen. Ja, wer blöd ist, ne? Bei so, war das jetzt richtig? Meine Rechte und Pflichten. Ist irgendwie weiß ich irgendwie, dass das richtig ist? Dann sagt noch in eine Truhe, nahe dem Bett der Händlerin. Ja, dann war es doch falsch. Ach, fu. Moment. Ist sie hier im Bett? Ich den Knochen zurückklauen, dann muss ich kurz laden. Das reicht, Diebe! Einlegen darf ich, ja, aber okay, ich lade nochmal. Ich bin mal so frei.
Mein, das können wir natürlich auch noch alles zeigen, ne? Wie das ist, wenn man. Und so, aber. Ja. In Ordnung, ich höre euch zu. Ach, ich muss jetzt hier hinten das Schloss knacken? Kann das sein? Oh, ich tapp halte, dann sehe ich mich von vorne. Gerade wieder entdeckt. Sehr schön. Lass mich nochmal kurz Gedanken sortieren. Jetzt muss ich gucken, wie ich diese beiden Aufnahmen zusammenkriege. Es tut mir sehr leid. Machen wir auch mehr Arbeit als müsste, ne? Es ist blöd. Einfach blöd. Ich wusste jetzt nicht mehr, welche Taste ich wie belegt hatte. Und scheinbar habe ich genau die falsche genommen. War eine 50-50 Chance. Also, ne? Alles klar, Entschuldigung. Tagebuch wurde aktualisiert. Dann tadelte mich für den Versuch, ihre Privatgemächer zu betreten und drohte, die Wachen zu rufen, wenn ich nicht fernbliebe. Okay, also das Tagebuch zählt trotzdem weiter, auch wenn wir laden. Hä? Aber als ich versuchte, den Wimmerkochen in die Truhe an Johns Bett zu schmuggeln, wurde ich erwischt. Ist das jetzt die richtige Truhe oder nicht? Ich bin mir absolut unsicher. Ah, haben wir gerade geladen, ne? Scheiß drauf. Könntest du es bitte durch die Tür gehen? Das ist die richtige Truhe. Ah, der hat ein 45er Schloss? Really? Das krieg ich doch gar nicht hin. Was soll ich denn das machen? Ist das jetzt aber muss ich jetzt noch warten mit der Quest? Oder ist die andere die richtige Truhe? Aber hier ist ein Bett, da ist eine Truhe. Also könnte man ja meinen, dass die Truhe in der Nähe vom Bett genau die hier sein soll. Mal, ich kann jetzt noch ein bisschen was mitnehmen, weil es ist eh wurscht. Ich glaube noch ein bisschen was. Ah, rechte Taste. Ja, ist kein Bock, das Ganze alles durchzusuchen. Das Geld habe ich jetzt mitgenommen. Auch ein Schloss dran. Na, wir haben nicht ganz so viel Versuche mit dem Ding, ne? Wie war das für 25? Sind wir schon noch bei 16. Ach, Rechtsklick. Ja, ich tut mir leid. Ich krieg das wahrscheinlich in meinem Kopf nicht mehr rein. Lalalala, in Ordnung, ich höre euch. Geh doch mal schnell. Okay, wir haben gelernt. Wir können nichts tun. Wir können diese Truhe nicht knacken und ich bin mir absolut unsicher, ob die andere die richtige ist, weil eigentlich dürfte es sie nicht sein. Das heißt, wir müssen erstmal unser Schloss knacken skillen. Kann man das hier irgendwo stehen? Gleich mittlere Rüstung. Schmied, Verzauberung, Mythik, Sicherheit. Öffnen, verschlossene Türen, Truhen, ah. Fortschritt bei der Verbesserung der Fertigkeit. Wir sind bei 27 von 100. Also wir werden ein bisschen was tun müssen. Gut, dann müssen wir uns halt in Zukunft entweder da ein bisschen ausbilden lassen in dem Punkt. Jedenfalls können wir anscheinend die Quest nicht abschließen. Würde ich jetzt mal behaupten. Dafür sind wir zu schlecht. Okay, das heißt, eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass wir ein bisschen leveln. Würde ich jetzt mal so dumm behaupten. Komme ich jetzt hier irgendwie wieder hoch oder bin ich gerade falsch gelaufen? Eigentlich müssen wir ein bisschen leveln, damit wir halt noch drüben hochgehen können. Ne? Wieder Punkte verteilen können und dann vielleicht auch ein bisschen was Vernünftiges. Okay, sie essert Bücher. Trost des Gebets. Sayori, Vivek-Führer, Wardenfell-Führer. Super. Euch. Was wollt ihr von mir? Du bist doch hier. Marcel Murarart. Dir gehört sieben Opfer hier in Vivek? Ach ja. Irgendwas. Hat man sich schon mal gelesen?
Alle mit durchgeschnittener Kehle, als nur ein paar freie Fremdländer getötet wurden, haben die Ordinatoren keinen großen Wirbel gemacht. Aber nun, da zwei ihrer eigenen Leute die Kehle aufgeschlitzt wurde, scheinen sie in der Halle der Gerechtigkeit sehr beunruhigt zu sein. Ich hörte, dass die Wachen insgeheim nach ganz besonderer Hilfe sucht. Etwas, das zwei Ordinatoren töten kann, bevor sie noch ihre Schwerter gezückt haben. Verlangt wahrhaft nach ganz besonderer Hilfe. Das hatten wir schon gelesen, aber wir haben es noch nicht. Also noch nicht angenommen, ne? Okay, durchgeschnitten. Es gibt Gerücht, dass die Wache der Halle der Gerechtigkeit sehr besorgt ist nach spezieller Hilfe sucht. Okay, da können wir auch nochmal hin, theoretisch. Tja, ich weiß es nicht genau, wie lange ich aufnehme, weil ich ja eine Aufnahme pausiert, beziehungsweise leider ganz ausgemacht habe. Halle der Gerechtigkeit. Wo zur Hölle war die? Oder ist die? Ich glaube nicht, dass wir da schon waren. War das so ein eigenes Haus? Also ein eigenes Viertel? Jetzt laufe ich mit dem Dietrich herum. Das ist natürlich sehr unauffällig, ne? Ich mach nix, Officer. Ich mach nix. Ich laufe nur so mit meinem Dietrich. Übrigens meinem gezückten Dietrich, wie ich gerade merke. So. Jetzt bin ich wieder hier unten. Hier will ich doch gar nicht hin. Wollt doch raus. Raus aus dem Haus. Wir haben ein Auge auf euch. Ich merk schon, was du für ein Auge hast. Steht da direkt vor mir, der Sack. Jetzt ist wohl. Es gut. Geht weiter. Was wollt ihr? Ich finde das so super schade. Ich weiß, ja, ich bin Fremdländer, sie mögen mich nicht, aber jeder mault mich an. Im Grunde habe ich nichts gemacht. Ne? Seht ihr auch so. Okay, das ist ja hier. Redoran. Arena. Ach, die hätten wir auch nochmal einmal irgendwie so ein bisschen entdeckt. Mehr haben wir hier in der Stadt noch nicht. Fremdenviertel, die Redoran-Ecke und naja, hilft uns wohl nichts. Ich bin noch zu weit oben. Da müssen wir leider selber noch ein bisschen erkunden gehen. Ich glaube, diese Punkte fürs Leveln haben wir ja auch nur bekommen, weil wir manche Quests erledigt haben. Ne? Können wir das nachlesen? Wo wir die Punkte bekommen? Nein. Wenn wir Ausdauer... schnellen Stellungswechsel spezialisiert haben. Also Schnelligkeit ist gut, wie es aussieht. Gegner werden mit Fernkampfwaffen auf Distanz gehalten und wenn sie erst einmal verletzt sind, mit Schwertern und Schild in einen Nahkampf verwickelt. Okay, also Schwert und Schild sind wir nicht ganz falsch. Wir vergessen nur den Part, dass wir vorher mit einem Pfeil drauf schießen müssen. Was ja dem Problem geschuldet ist, dass Pfeile hier nicht billig sind und wir nicht so viele haben und es dementsprechend irgendwie noch zu teuer ist, das zu benutzen. Naja, es ist interessante Probleme, die man hier hat, ne? Ah, das mit der Aufnahme ärgert mich total. Ich meine, ihr kriegt sie zu sehen. Ja, ich krieg das schon gebacken. Aber ich werde das alles nochmal zusammenrendern und zusammenschneiden müssen. Also zusammenschneiden, quasi hintereinander in ein Programm ziehen und dann durchlaufen lassen. Aber das kostet mich halt wieder extra Zeit, die ich meinem PC nicht nutzen kann, weil, ja... Rendern kostet Ressourcen. So, Arena waren wir auch noch nicht drin. Können wir auch nochmal Hallo sagen. Was auch immer hier los ist. Ja, moin. Sprecht zu mir. Das ist ein furchtbarer Ort. Alles klar. Wenn ihr hier Ärger machen wollt, dann werdet ihr mehr bekommen als komm schon, hier weg da. Ich will hier durch. Ja genau, stell dich noch daneben. Dein Kollege steht echt im Weg. Ja, die KI ist schon besonders, ne? Ich find's Wahnsinn, wie viele Wachen hier sind. Im Grunde, wenn man sich da mal so drüber nachdenkt, ja, hab's befürchtet, dann gibt es hier mehr Wachen als Einwohner. Jedenfalls habe ich das Gefühl. Überall laufen Wachen rum, in jedem Laden steht noch eine Wache rum. Oh. Oh.
Nicht viel los hier. Oh, ein Schwert. Wollen wir das mitnehmen? Nordisches Breitschwert. 6 bis 8 Schlag, Hieb 2 bis 18. Zustand 3 von 800. Doch, keiner was. Geil. Könnten wir uns wieder schick machen, das Ding? Wir haben doch. Hier unser Hämmerchen, ne? Den müssen wir ja auch ausrüsten. Reparatur nicht gelungen. Okay. Ah. Ja, geil. Okay, super. Kriegen wir ein bisschen was gebacken auf jeden Fall. Haben wir nur noch 8 Anwendungen an dem Ding. Das haben wir uns auch einmal irgendwo selber gekauft. Hey, jetzt haben wir mal gesehen, wie wir sowas reparieren können. Haben quasi unsere eigenen Waffen, die wir nutzen, repariert. Aber wir lernen ein bisschen dazu, ne? Wir lernen dazu. Wir geben uns große Mühe. Und wir klauen in der Arena alte, benutzte Waffen. Weil das eine Breitschwert ist, glaube ich, echt cool. Wir können es noch nicht reparieren. Können wir noch mal gucken, aber ich glaube so von den Stats her, was ich im Kopf hatte, 6 bis 12? 6 bis 18. Ja, das wäre eine ganze Ecke cooler als unseres. Wahrscheinlich müssten wir zu einem Schmied gehen, oder wer auch immer das hier noch mal getan hat. Und müssten ihn bitten, es für uns zu reparieren. Was wahrscheinlich nicht billig wäre, würde sein tun. Aber wir hätten halt eine etwas bessere Waffe, mit der wir etwas mehr Schaden machen könnten. Wenn wir Glück haben, könnten wir Schaden machen. So, sind wir auf der anderen Seite wieder rausgepurzelt. Da drüben müssen nämlich auch noch... Ich will mal Escape drücken. Und drauf und dran die Tastenbelegung zu ändern, wenn das in diesem alten Spiel funktioniert. Einfach nur, weil es mir so auf den Keks geht, dass ich immer die falsche Taste drücke. So, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Richtig? Ja, jetzt ist es bestens, Kollege. Bestens. Wo sind wir denn jetzt hier? Was haben wir denn jetzt hier Schönes gefunden? Ach, die HL Olms. Ommels. Was soll's? Olms? Olms, ne? Die Ommels haben wir gefunden. Tja. Wir können ja mir mal Hallo sagen. Mal sehen, ob wir hier erwünscht sind. Wir haben den schicken Baum hier in die Halle gesetzt. Das ist aber nett. Ich suche nach einer Freundin, einer weiblichen Khajiit mit dem Namen Atirania. Wisst ihr, wo ich sie finden kann? Leider nicht. Kann ich irgendwas auswählen? Oh, ein Mysterium der Wahrheit. Das suchen wir eigentlich, ne? Könnte man meinen. Ihr solltet mit einer reden, ja, das ist okay. Man steht Tränke und Lebensenergie, ja. Ja, das ist klar. Oh Gott. Was sind Gerüchte? 7 Opfer. Ja. Scheinbar können wir da keine Quests zu annehmen. Nicht jetzt. Geht weiter. Ja, du bist beschäftigt, dagegen zu laufen. Ich sehe das schon. Schneider- und Färberhalle. Sagen wir doch mal Hallo. Hey! Almsivi, Mary Say. Ich bin Tirele Aralas. Macht euch keine Gedanken. Vivek ist selbst für uns, die wir hier leben, manchmal verwirrend. Sucht ihr einen bestimmten Ort oder jemand bestimmten? Eigentlich? Nein. Man würde meinen, sie sei taktvoller, wenn man bedenkt, dass der Herzog ihr Vater ist. Aber Almeni drin ist eine willensstarke junge Frau und sie verdammt die Sklaverei leidenschaftlich. Der Reichtum und Einfluss ihrer Familie bedeutet ihr nichts. Sie ist stolz darauf, in einem Abendviertel der Hyldedelin-Wohninsel zu leben. Und es macht ihr nichts aus, mit bekannten Anhängern der Antisklavereibewegung wie diesem Buchhändler Yubasha gesehen zu werden. Halt werden wollte ich gar nicht. Neueste Gerüchte? Warten wir gerade. Geheimnis.
Ja, das Recht. Okay. Fasst euch kurz oder geht. Du bist eine Frau. Entschuldigung, ich bin Kerl gehalten. Was wollt ihr? Handeln. Okay, sie hat wirklich nur irgendwelche Normalo-Kleidung. Aber in verschiedenen Farben. Also wir können uns später noch schick machen. Wir brauchen nur Geld. Und daran hapert's. Können wir die verkaufen? Nein. Hätte mich auch gewundert. Alles klar. Ich warte. Auf der anderen Seite rausgekommen? Verrückt. Jo. Jo, jo, jo. Okay, dann versuchen wir hier nochmal ein bisschen was zu finden. Da kommen wir bestimmt wieder raus. Yep. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Katze kratzt an der Tür nach draußen. Ach Mann, der hat die ganze Zeit gepennt. Jetzt, wo ich anfange aufzunehmen, hat er irgendwie Bock drauf, Randale zu machen. Aber ist das nicht immer so? Ich habe wahrscheinlich zu lange gewartet mit dem Aufnehmen. Ich keuche gerade ein bisschen, dann bin ich etwas ruhiger. Ja, ich glaube, er ist fertig. Auer- und Fischhändlerhalle. Warum nicht? Ich bin Revis, macht eigentlich keine Gedanken. Ach so, das hatten wir schon. Ja, machen wir nie. Wir sind grundsätzlich gedankenfrei. Ratschlag. Das ist immer derselbe Kram, ne? In Morrowind wollen wir nichts über Vampire hören. Wir wissen, dass die Magiergilde am besten sie versteckt. In der Magiergilde gibt es viele Totenbeschwörer und die mögen wir gar nicht. Wenn wir hier Morrowind einen Vampir sehen, fehlen und rösten wir ihn. Nun, um bei der Wahrheit zu bleiben, wir sagen es den Ordinatoren und die kümmern sich darum. Bürger sollten keine Vampire bekämpfen. Das ist zu gefährlich. Dunmer hassen Nekromantie und die Untoten, die ihr... Und ihr besonderer Hass gehört den blutsaugenden Vampiren. Vampire sind mächtige untote Kreaturen, die sich von Blut ernähren. Der Vampirfluch wird durch kontaminiertes Blut übertragen. Opfer von Vampiren werden manchmal selbst zu Vampiren. Es gibt außer der Vernichtung des Vampirs keine Heilung für Vampirismus. Aschenvampire saugen kein Blut und haben, obwohl sie auch sie mächtige Untöte sind, keine Verbindung zu den blutsaugenden Vampiren. Ja, der Kater hat seine 5 Minuten. Jetzt ist er, hat zu viel geschlafen, ist er zu viel Energie. Jetzt geht's los. Ich warte. Viele Frauen hier, ne? Irgendwie das Gefühl, Handel und so, irgendwie immer Frau. Gerüchte? Entschuldigt, ich habe diesen Dingen keine besondere Beachtung geschenkt, denn mein Gemahl ist verschwunden. Oh nein. Das ist toll. Ich kann nichts tun. Ich kann nicht mal was sagen. Oh ja, dann gehe ich wieder. Alles klar. Ja, und kann nicht da. Tagebuch. Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also kurz. Auf der Hill Oms von Vivek habe ich ein Gerücht über eine Frau gehört, deren Mann seit Tagen verschwunden ist. Der Name der Frau ist Moroni Ovelas. Ovelas. Vuvuzela heißt sie. Sehr gut. Tja, aber ich meine, man hätte ja mal sagen können, wie er heißt oder so, ne? Ach, das war der Laden daneben. Tja, anders kommen wir an Quests nicht ran. Also müssen wir uns hier leider ein bisschen durchquälen. Hier waren wir noch gar nicht drin, kann das sein? Nope. Auf freie Sprit. Ich nehme auch die falsche Taste, wenn ich meine Hände wieder drauflege. Auf die Tastatur. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hier geht's wieder raus. Gerber- und Schifferhalle. Da hatte ich auch nochmal Hallo. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Ja. Ja, ich gehe meistens. Tanusela Velot hat die göttliche Krankheit. Ach, das haben wir schon gelesen. Die hat meistens so diese Punkte hier durch. In der Hoffnung, irgendwelche Quests zu bekommen. Kennen wir. Meistens ist halt alles dasselbe.
Wer weiß, wie ich schon verpasst habe. Bin mir nicht sicher. Smaragd. Netzschleder Schulterplatte. Ach, guck mal. Das ist das, was wir quasi bräuchten. Wir haben ja gerade nur die eiserne Armschiene. Ne, eine. Da, Schulterplatte. Chitin. Das wäre ein Netzschleder. Das würde halt zu dem Rest von unserer Klamotte passen. Kostet 12? Geil, komm, gönnen wir uns mal. Mal da ein Netz. Geben wir mal unser ganzes in den letzten Folgen verdientes Geld aus. Helm aus gekochtem Netzschleder. Sind das Augen? Liebe Leute, sind das Augen? Rüstungswert 9 ist dasselbe. Aber es würde halt passen. Komm. Komm. Wir machen. Wir tun Dinge. So, was fehlt uns noch? Wir haben weder noch Handschuhe, ne? Na komm, das Zeug kostet nicht viel. Wir machen uns mal richtig schick. So, dann machen wir uns mal schick. Ich Nein. werde beobachtet. Ich kann es spüren. Also, ich finde, wir haben uns auf jeden Fall schon deutlich verbessert. Ja, Netzschleder-Schulterplatte. Hab ich zweimal links gekauft? Ah, jetzt haben wir's. Das ist doch die Netzschleder. Rechts und links. Ah, die mehrfach gekauft? Hoppala. Aber jetzt, warte mal, jetzt möchte ich uns natürlich mal angucken. schick. Ah, man kann Screenshots enablen. The General Fact Section of the Moment in the File. Geht weiter. Das ist ja witzig, drei okay. Götter, ein wahres Schicksal. So, dann können wir ihm den Rest wenigstens wieder verkaufen. Von unserer Seite aus. Ich hoffe, er nimmt das an. Kriegen wir wahrscheinlich nichts voraus. 24, wir haben ihn für über 60 eingekauft. Aber hey, haben oder nicht haben. Ich finde uns Bombe. Okay, wir gehen. Schnell weg. Ganz schnell weg. wo sind wir jetzt wieder? Okay, auf der Seite. Bauern- und Arbeiterhalle, da waren wir auch nicht drin. Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also kurz. Ach, der hat jetzt bestimmt nichts mehr zu reden. Ich wollte eigentlich nochmal zu ihm dann hier gehen. Sprutet euch. Ich habe nur wenig Zeit. Ja. Handeln. Okay, der hat so ein bisschen Kleinkram hier. Scheinbar nur das. Brauchen wir aber gerade nicht. Oh, das ist eine geschlossene Tür. Entschuldigung. Zu spät geguckt. Meine, wir müssten es leveln eigentlich. Eigentlich müssten wir es tun. Ein 20er kriegen wir vielleicht sogar auf. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier drin. Na, wir waren in den Kanälen noch nicht, ne? Ja, komm. Müssen wir leider tun. Da werden wir definitiv nicht dran denken, dass wir das nochmal machen müssen. Dafür bin ich leider gewöhnlich nicht weit genug gebildet. Ich drück mich mal vorsichtig aus, ja? So. Tja, durch mein Missgeschick weiß ich nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Ein paar Minütchen machen wir noch und dann werde ich mal zusehen, wie ich das Ding wieder retten kann. Oh, ist das hier eine Heil-Dingsbums? Ah, ist mal ein bisschen... Darf ich da hinsetzen? Nein. Okay, hier ist nur so ein, keine Ahnung, Totenplatz. Hier kann man nochmal runter. Da haben wir uns letztes Mal nicht mehr hingetraut. Da wir ja fett angegriffen wurden. Da müssten wir wahrscheinlich noch ein bisschen leveln. Sputet euch. Ich habe nur wenig Zeit. Ich überlege jetzt halt, ob ich die Leute ansprechen muss. Und wegen dem verschwundenen Ehemann da. Mhm. Aber ich wüsste nicht, wofür. Können wir hier unten nochmal gucken. So.
So, ich würde sagen, wir gucken einmal noch in den Keller. Und das sieht genauso aus wie der andere, wa? Also, wenn ich nicht falsch gelaufen bin, sieht das hier alles gleich aus. Das heißt, die nutzen ihren Keller wirklich für Kellersachen. Wobei nicht ganz. Ich glaube, ich habe auf der anderen Seite auch vergessen, mal zu gucken. Was säufst du denn so? Ich weiß gar nicht, was ich alles noch drücken soll. Oh. Oh, immer noch das Mysterium überhaupt nicht gewonnen, ne? Ja, beeilt euch. Sevisa Teron. Sollte man die kennen? Hier kann man einmal durchgehen. Haben wir hier noch Schönes? Lager. Kommt man da rein? Spiel? Oh Gott. Okay, da drin werde ich gerade angegriffen. Und mein Spiel ist gefreezt. Na dann. Treffst mir mehr. So muss ich hier für den Scheiß eigentlich. Ich bin nicht der Kammerjäger. Ich glaube, wir haben auch eigentlich nicht groß was drin zu suchen. Aber wir können Sachen klauen. Wieso packen die Geld in ihre Truhen? Oh, Schloss. Das können wir noch mal kurz probieren. Ganz schnell. Dann müssen wir gucken, dass wir hier unentdeckt wieder raus. Kommen, weil ich glaube nicht, dass wir hier wirklich was drin zu suchen haben. Ein Dietrich ausrüsten. Rechtsklicken. Ach, ist aufgeschlossen. Oh! Ich habe gar nicht gemerkt, dass es geklappt hat. Wahnsinn. Und die Dreamer, der Abbilder. Genau, ich weiß nicht, ob wir damit irgendwas anfangen können. Lalalala, da stand hier so rum. Kann da nichts zu. Oh Gott, wir werden sowas von verhaftet, wenn wir hier rauskommen. Na klar, komm mit. Ich habe keinen Bock, jede Kiste zu dir so. Oh komm, den Rest schenken wir uns. Ich würde sagen, wir packen dann mal unseren Dietrich weg und schleichen uns wieder raus. Oh, warte mal. Vielleicht auch nicht. Ja komm, wir haben das Schloss eben viel schneller geknackt. Wir brauchen gleich einen neuen Dietrich. Wir haben noch 8 Anwendungen. Ah, jetzt haben wir es. Oh super, noch mehr Ratten. Nein, 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 nein. Warte kurz. Ich muss mir erst wieder umswitchen. Waffe. Wert. Ausrüsten. Nicht Escape drücken. So jetzt. Was? Wo hab ich denn mein Schwert jetzt hingepackt? Warte mal. Warte. Alter. Warum? Hä? Ach, das ist kaputt? Hä? Wie das denn? So gerade ausgerüstet gehabt. Also gerade heil gemacht. Nein, 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 um Gottes Willen, hör auf. Alter, was ist denn eine blöde Ratte? Wieso ist das so schwierig? Oh, wieso kommen da noch mehr? Wir haben gleich noch mitgelevelt, das ist immerhin. Wir haben nicht so viel Leben verloren, ich dachte, wir hätten mehr verloren. Schloss 50, okay, weiter kommen wir hier auch nicht. Wir können jetzt hier nochmal ein bisschen im Lager looten. Ein bisschen Geld mitnehmen. Den Trank klauen wir nochmal kurz. Nimm bitte mit. Vielleicht, ganz vielleicht mache ich das vom nächsten Stream nochmal. Sage ich jetzt schon. Ich bin halt als Twitch-Streamer da eher geneigt, Stream zu sagen.
So, reicht aber jetzt. Komm. Können wir natürlich den ganzen Scheiß hier mitnehmen. Wäre wahrscheinlich auch sinnig. Aber ich habe keine Lust. Das ist so viel. Und das rüberpacken ist nicht so. Ja, siehst du? Da haben wir es nämlich. Da haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein fettes Problem. Ich bin nicht überladen. Wie ging das mit dem Abbruch? Das nehmen wir wieder raus. Okay, ach ja. Ich erinnere mich wieder, wie es ging. Ach, das war die Perle. Die wollten wir ja nicht machen, weil wegen dies wertvoll. Ja, wir scheinen nichts zu haben, was uns gerade was bringt. Sollten wir das hier vorne mal rausnehmen? Ah. Toll. Es hätte geklappt, theoretisch. Praktisch, aber nicht. 14 Eier. Warte mal. Okay, aber wir können es ja bewegen. Wir können es ja bewegen. Alles klar. Dann sneaken wir jetzt hier mal raus. Okay, es ist keiner da. Wir speichern schnell. Und damit würde ich dann das, die Folge jetzt auch mal beenden. Ich werde mal zusehen, wie ich sie retten kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Dabeisein und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.